Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magicka. Ja, letztes Mal hört es ja abrupt auf. Aber das war ein Fehler meinerseits. Heute spielen wir einfach an der Stelle weiter. Einfach mit derselben Robe. Ich habe jetzt keine Lust, mir irgendwas auszusuchen. Und erneut brachen die Zauber. Ja, das kennen wir schon. So, jetzt sind wir hier in der Mine. Jawohl, Wladimir. Futurus Vlad. Bra. War doch gar nicht so schwer. Was? Nun setzt den Weg durch die Mine fort, um den Mikrosumpf zu erreichen. Dort findet ihr den Grafen, der euch gewiss bei eurer Aufgabe helfen wird. So viele Gegner, ich lock sie mal alles zusammen. Dann kann ich sie mit dem Bob-Typ erledigen. Nein, was läufst du da hoch? Ah, du Depp, du! Nein! Da habe ich mich erklickt. Da wollte ich eigentlich einen Flächeneffekt machen, aber auf mich selber gezaubert. Bom. Löschen, leben! Flammen! Ja, jetzt muss ich mich wohl erstmal wieder in dieses Spiel hier einfinden. So, alle tot. Da hatte ich irgendwie nicht ganz den Durchblick. Naja, ist nie passiert. So, jetzt ordentlich. Bitte überspringen. Ich hoffe, das ist zur Aufwärmung gereicht. So, jetzt habe ich mir ein Intensivschutzschild gegeben. Mit ganz vielen Effekten. Ich hoffe, das wird auch eine Weile halten, weil das 90 Zauber dauert. Denn so wie es aussieht, ist, wenn man die Schilde nimmt, dann widersprechen sich die Effekte. Ja, widersprechen sich die Effekte nicht. Ja, gut, ich merke gerade, ich bin hier in einer Höhle. Der bringt natürlich im Blitz nicht ganz so viel. Vom Himmel her. Das gleiche gilt natürlich auch für den Phönix. Von dem ich vergessen habe, wie er ging. Warum heile ich den Gegner eigentlich? Na gut. Oh. So, jetzt kann ich die Steine untersuchen. Ich frage mich, was sich wohl hinter dem ganzen Schutt verbirgt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich muss sagen, das sieht irgendwie cool aus, die Rüstung. Verdammt, das hilft nichts. Und der eine Arcana-Stahl auch nichts. Dann Steine. Und jetzt Schott. Ja, ich weiß nicht genau, wie man da hochziehen soll. Vielleicht von näher dran. Nee, auch nicht. Aber man kann sich ja hochziehen. Verdammt, wie ging der Teleporter? Gut, so. Au, warum renne ich? Boom. Ja, Moment. So, weiter geht's. Ausweichen. Jawohl, ausweichen. Oh, oh.
Ich sollte mich trocknen. So. Einer weniger. So, jetzt kann ich mir wieder dieses Schild verpassen. Bom. So, jetzt habe ich jeden Effekt drauf, den man haben kann. Jetzt bin ich sogar davor geschützt, geheilt zu werden. Aber ob das so sinnvoll ist, naja. Geheilt kann ich ja sowieso nicht werden. Okay, ein reiner Stein ist sinnvoller. Der macht mehr Schaden, also... Oh. Ui. Was haben wir denn hier? Feuerimmunität, Aura, Stab des Feuers. Durch Feuer und Flamme, hundertprozentig garantiert, der Stab ist gemeint. Ach so. Feuerresistenz, Feuer... Okay. Ja, so habe ich jetzt mal... Ja, deswegen will ich auch nicht sterben. Zu einfach. Sieht wackelig aus. Ja, was heißt das wohl? Und weiter geht's. Kontrollpunkt. So. Ah, hier, Strom. Achso, das hat schon gereicht, dieser Zauberspruchgeld wurde auch als Blitz. Ja, hier kann ich mich jetzt hochteleportieren und dann den ganzen kleinen Radatsch da links überspringen. Durch die Nässe wird der ganze Strahl nochmal verstärkt. Das ist echt extrem cool. Ach nee. Boah. Ja, ich überlege, ob ich vielleicht den Rest auch noch zeige. Gut, hier mal Beleuchtung reinpacken. Aber nein, ich kann einfach rausgehen aus der Mine. Hey, Listener! Hey! Die Wolkenliebe ist sehr komplettes Bild. Sieht so aus, als wäre diese Werkzeuge in Eile zurückgelassen worden. Menschen, tötet sie! Stirb! Stirb! Ja, das ist das Gute an Blitzen, die gehen auf mehrere Ziele gleichzeitig hintereinander. Weg. So, jetzt kann ich mir wieder mein Schild verpassen. So. Zack. Und. So, ja, Blitz. Zack. So, jetzt sieht es ein bisschen anders aus, denn ich habe jetzt tatsächlich noch was anderes hineingepackt, nämlich Schutz hier vor. Disco. Warte mal, da muss ich eigentlich noch das hinzupacken. Listener. Nee, das war nicht so klug. Ja, mein Disco-Schild ist wieder da. Oh, was sieht denn hier? Nur. Oh oh.
liegt ein Stab. Gut, das bewirkter Stab. Goblinstab. Goblinstab. Goblin-Zauberer nutzen diesen Stab gerne, um ihre Lebenserwartung zu erhöhen. Dieses, die eh schon recht kurz ist. Passive Fähigkeit erhöht Körperresistenz. Aktive Fähigkeit kurzfristiger Schadensimmunität. Cool. Aber eigentlich will ich dann doch über den hier. Den Dämonen. Sollte doch der Blitz beim Scheißen treffen oder so. Scheiß Gobi, sollte Blitz treffen! Und weg. So, jetzt gibt es wieder was, was man tun kann. Nee, eigentlich. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ich will schon eigentlich hier hoch. Ach verdammt, der Gatz ist zu aktivieren. So, das ist der Stab der Unsichtbarkeit. Viele finden Unsichtbarkeit nützlich. Im längst vergangenen Zeiten vertickten die ältesten und gierigsten Zauberer des Ordens diesen Stab im Geheimen. Passivität keine, aktive Unsichtbarkeit. Cool. Ja, also vorbeischleichen bringt irgendwie nichts. Außerdem kann ich das auch hier oben tun. Hui. Aha, ihr könnt mich mal. Gut, das hat mir jetzt was gebracht. Ich kann so runterfahren, das ist gut. Wo ist eigentlich mein Schild hin? Autsch. Na gut, dann muss ich es eben mit einem schweren Stein wegkriegen. So in etwa! Oh. Vielleicht so. Hahaha. Das wusste ich natürlich, dass das funktioniert. Zack, 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 zack. Okay. Zack. So, jetzt überlegen, was hatte ich noch nicht? Also Dampf, Feuer, Stein, Blitz, zack. Nee. Jetzt habe ich zwar alles drauf, aber das war auch nicht richtig. Also, wieder neu. Zack. So, das sollte doch jetzt gehen. Ach du Scheiße. Nee, warum bin ich nass? Scheiße. So, ja klar, ich weiß, wieso ich nass bin. Warum ist das Viech so unglaublich schnell? Okay, jetzt weiß ich, wie ich das Viech hätte leicht besiegen können.
Oh scheiße, Mann. Soll ich das Schloss besiegen? Ha. Gute Resistenz, die fallen sich aus. Tschüss! Ups. Ich dachte schon. Die Aristokraten, Groloth. Was? Wie seid ihr hierin? Wie seid ihr hierin? Denkt ihr, ihr... Bah, wie seid ihr hierin? Ihr grabbelt euch niemals unsere fabulären Objekte. Oh Gott, was hat der denn genau? Ich will mich mit einem Schutzzauber belegen. Leben. Leben. Ja. Scheiße, armes Dämon ist weggerollt. So, nochmal Heilung. Okay, die Roben der Magier geben an, welche Magie sie verfolgen. Der Typ da hinten ist Heilung. Ich bin nass, ich wundere mich schon die ganze Zeit. So, zack. Steinrüstung eingesetzt. Und jetzt plötzlich gehe ich weg. So, cool. Weg ist der eine. Dann noch den mit dem Leben futsch machen. Feuer, um mich aufzutauen. Achso, okay. Gut. So. Ein Frostschild gefällig. Zack. Tja, jetzt kannst du mir nichts mehr anhaben. So. Du da. Verdammt! Warum sind meine Leben so schnell weggebrannt? Heizi, jetzt darf ich den Bosskampf von vorne beginnen. Aber es wird kein leichter Bosskampf. Da werde ich mich konzentrieren müssen. Also gut, als erstes immer den Feuermagier besiegen. Der ist für mich ein Fett. Feuer, Stein, Arkan, Blitz, Schutz. Oh, scheiße, Stein. Zack, so. Ewig lange zaubern kann, macht sich das Gloss gar nicht so. Oh oh, ich bin nass. So, besiegt. Feuermagier, stirb! Gegen mein Feuerschild kommst du eh nicht an. Zack, hoch. Und du da oben, jetzt auf. Und putsch. Und du da, mit deiner arkanen Magie. Futsch. Und jetzt du Wasser in Frost. Frost ein. Futsch.
Und jetzt bist du futsch. Und jetzt gehst du drauf. Ja, sein Feuermagie macht mir kaum Schaden. Ne? Das ist eigentlich ziemlich lächerlich, wie ich kämpfe. Und erstens hat er versucht die ganze Zeit Blitze einzusetzen. Aber da kann er einem schon fast wieder leid tun. Oh oh. So, zack, 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 zack. Das ist ein ziemlich effizientes Feuerschild, wenn man so will. Natürlich schützt es mir nicht vor Wasser. Autsch. So. Oh, verdammt. Irgendwie macht mir der Blitz gar nicht mehr so viel Schaden. Solange ich mein Schild habe, bin ich immun gegen Schäden. Oh oh, mein Schild! Einer weniger und... Verdammt, da hab ich eingefroren. Ungleich Chaos, denn Frost macht keinen Dodge-Schaden. Idioten, muss ich denn alles selberig machen? Euer Ruhm sind, ja. Oh, mein Schild. So. Alles mit Blitzen rotieren. Nein, aber egal, die Fee ist ja noch da. Hört auf, Schilder zu sein. Geht aus dem toten Weg. Jetzt habe ich ihn. Was? Wo ist der denn? Ich muss einfach das Schild des Feindes zu meinem Kopf. Als
Achso, ich darf mich indirekt angreifen, ich muss all die anderen besiegen, oder wie soll ich das verstehen? Dich wieder weghauen, dich weghauen, dich weghauen. Weil dann bin ich ja gerade den Toten ganz knapp von der Schippe gesprungen. Nein! Verdammt! Ah, wie geht dieser Boss? Na, ich werde es auch. Ich sage, weil ich jetzt leider keine Zeit mehr habe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.